Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest Vergessenes Wissen und wir sollten zu Oleander Sinclair, beziehungsweise wir sollten Oleander Sinclairs Trank holen. Den habe ich dann noch aus der Kiste gestohlen, als keiner hingeguckt hat. Und jetzt bin ich rausgegangen aus dem Kriegsgewalten-Dingsbums-Haus. Und jetzt bringen wir ihm den Trank wieder. Ich kann mich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, so richtig dran erinnern. Ach doch, das ist der verwirrte Typ, ne? Ja, das ist dieser Typ, der so ganz komisch... Ja, da hinten müsste der stehen. Stimmt, der lustige Typ, der seinen Trank braucht. Okay. Oh, ich war es nicht. Ganz egal, was ihr mir anhängen wollt. Ich bin Albosut... Asbolut... völlig unschuldig. Oder doch nicht? Hier ist euer Trank. Hoffentlich wirkt er. Na dann, Prosit. Ich glaube, er wirkt. Chlorophyll, Reagenzien, Virtuose. Ha! Ich bin wieder klug. Nun kann ich alles brauen, was ich brauche. Hier ist eure Bezahlung, wie vereinbart. Ihr habt mir das Leben gerettet. Hm, okay. Na, dann erzähl noch mal was über dich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals wirklich daran erinnern werde, wer ich bin und woher ich stamme. Vermutlich ist es so am besten. Ich mochte den Kerl nicht. Mich. Hm, Kriegsgeweihter. Sie mögen mich nicht. Weil sie Rüpel sind, möchte ich wetten. Oder weil ich von ihrem Schatz gestohlen habe. Ja, vermutlich ist das der Grund. Kastellan Tene Delfric will mich einsperren lassen. Mich, Oleander Sinclair. Hatte ich schon erwähnt, dass er berühmt ist? Dass ich berühmt bin? Ich bin Oleander Sinclair. Hm. Okay. Was mit den anderen? Wollen wir darüber überhaupt was wissen? Nö. Nö. Dir geht's ja jetzt im Moment gut. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Socken nach weiteren Nebenquests. Und jetzt ist die Frage. Natürlich haben wir auch noch Aufgabenquests zu erledigen, aber es gab halt auch so Ortschaften. Und ja, es gibt noch bestimmt 2 oder 3 weitere Gruppierungsquests, so wie wir die letzten Parts das jetzt erlebt haben, die natürlich mit den Sequenzen und der ganzen Geschichte drumherum, genau wie das Haus der Balladen, das war damals auch ein Gruppierungsquest, habe ich so im Nachhinein gesehen. Also einen hatten wir schon erledigt, jetzt einen zweiten erledigt. Jetzt mache ich noch ein bisschen Nebenquest dazwischen und dann widmen wir uns dem nächsten Gruppierungsquest. Das ist so der Plan. Da müssen wir dann nach Haxi, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt mal zu irgendwelchen Lagern. Jetzt weiß ich nicht, bei welchen Lagern... Nee, da gab es noch einen anderen Ort. Da wollte ich noch hin. Nicht das Ancilla-Lager. Da hatten wir, glaube ich, alles erledigt. Das war jetzt... Egal, jetzt lad mal schneller hier. Es gibt halt immer so Orte, genau, denen hatten wir nämlich ja schon geholfen. Hier wollte ich auch gar nicht hin. Es gibt dieses Stern-Sonnenlager. Sonnenlager, glaube ich, zum Beispiel. Da gibt es auch, waren hier nicht auch Leute, die was wollten? Sternlager, Sonnenlager, so diese ganzen komischen Lager und Kleinstädte, Kleindörfer, die wir hier haben, auf unserer Amalur-Karte. Die sind auch da. Und wollen Hilfe. Aber ist jetzt hier überhaupt jemand, der Hilfe will? Oder weil die alle schlafen? Die schlafen alle. Mann. Dann gehen wir mal... Wo wollen wir denn mal hin? Weißfels. Hier will ich hin. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier rumcruisen. Und gucken, wo hier ganz viele auf dem Haufen sind. Die ganzen gelben Ausrufezeichen. Wo sind sie alle? Hier. Hier. Hier wollte ich in Weißfels. Hier habe ich nämlich, hier waren wir noch nie so richtig. Und ich sehe hier auch schon Gefangenen in seinem Käfig. Und ja, ich würde sagen, an die Tafel will ich nicht. Das sind meistens so Aufgabengeschichten, aber vielleicht können wir ihm ja direkt hier helfen. Steg Darkavri. Darkbari, so. Guten Tag. Ihr fragt euch gewiss, was ich hier tue. Nun, wenn ihr Freude an guten Geschichten habt, hört mir zu. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, obwohl ich alle Zeit der Welt für Ausschmückungen habe. Was habt ihr getan? Was ich getan habe? Nichts. Ich heiße nur zufällig Darkvari, was in diesen schwierigen Zeiten in Apotyre ein Verbrechen ist. Die Schergen des Bürgermeisters haben mich an den Stadttoren von Adessa aufgegriffen. Es war so. Ich habe mein Heim verlassen, mich von den Fesseln meiner Familie gelöst. Ich bin kein Ganove. Ich bin nur eines Verbrechens schuldig. Das Herz eines Mädchens gebrochen zu haben. Sie heißt Rindi Zunga. Und just in diesem Augenblick wartet sie auf mich. Ohne zu wissen, wo ich bin. Bitte, Fremde,
Helft ihr mir? Och, für die Arme, machen wir das mal. Erzählt mir von Hirni. Sie ist die Sonne, die mich jeden Morgen warm kommt. Wir sind uns erst vor kurzem begegnet, vor wenigen Wochen. Doch wahre Liebe kennt keine Zeit. Ja, die Tsungas und die Darkvari sind nicht unbedingt Freunde. Nein, sie sind Erzfeinde. Stellt euch vor, wie mächtig sie wären, wenn sie Blut teilen würden, anstatt es zu vergießen. Mhm. Ich hole euch da raus. Ich wusste, ja, ich mag ich euch. Ich wusste es. Von dem Moment an, an dem ich euch durch diese gewaltigen Eisenstäbe erblickt habe. Den Schlüssel zu beschaffen wird nicht leicht sein. Beorn, der Anführer ihrer Söldner, trägt ihn bei sich. Ich möchte seine Taschen ja nicht durchwühlen. Aber was ist immer, wenn die Leute wirklich ein Verbrechen am Stecken haben? So, und ich sag denen immer einfach, dass ich denen helfe. Wie bekomme ich den Schlüssel? Beorns Männer sind unfassbar loyal. Versucht, ihn alleine zu erwischen. Abseits befreundeter Augen. Ansonsten dürfte unsere kleine Abmachung von kurzer Dauer sein. Okay, Familien in Apotüre? Kynrix, Darkvari, Tsungas und Skorias. Allesamt Bastarde. Aber nichts gegen diese Wachen. Sie können uns nicht alle einsperren. Und wir können sie nicht alle töten. Familienrivalitäten? Abgestandenes Gift schert mich nicht. Die Tsungas und die Darkvaris wissen nicht einmal, warum sie im Zwist liegen. Ihr Hass ist so alt wie der rote Stein. Rindi und ich wollen nichts davon wissen. Rindi, okay. Rindi, Tsunga, erzähl mal noch was über deine Liebste. Ich habe versprochen, Rindi aus dem dunklen Leben ihrer Familie zu retten. Sie verdient mehr als eine Hütte in der Schlangenschlucht. Sie verdient Himmelsblüten. Ich bin seit Wochen in diesem Käfig, aber Rindi wird warten. Wir haben es uns geschworen. Okay. Mehr will ich gerade eigentlich gar nicht hören. Vielleicht noch mal was über dich selber und dann ziehen wir los. Den Wachen von Weißfels ist das zwar nicht klar, aber ich bin gänzlich unbedeutend. Mein Vater würde mir sicher zustimmen. Ich bin eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Ich glaube ihm aber im Moment. Also ich denke schon, dass wir hier einen Unschuldigen befreien und nicht irgend so einen, ne? Einer, der dann hinterher, hahaha, und dann müssen wir ihn töten, Typ. Ja, das glaube ich nicht. Jetzt müssen wir aber natürlich den... Ja, müssen wir den Schlüssel jetzt holen, oder... Oh, hinter dem sollen wir herschleichen. Ah, okay. Ist aber schon cool, haben wir auch noch nie gemacht. Dann wollen wir mal. Haha. So. Ach, können wir mit ihm auch reden? Können wir mit ihm reden? Sieh an, sieh an, sieh an. Euer Gesicht habe ich noch nie gesehen. Kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Hergehört, Hundegesicht. In der Knochenstadt gibt es zwei Regeln. Regel 1. Bürgermeister Eswins Gesetz ist absolut. Regel 2. Wenn euch Regel 1 nicht passt, schwingt besser euren Arsch aus der Stadt. Nun geht den Bürgermeister begrüßen. Er weiß gerne, welche Kobolde aus der Ödnis gekrochen kommen. Besonders bei dem Familienzwist. Hey, wie redest du eigentlich hier mit mir? Ich bin hier voll die Heldin. Und du... Verdammt, soll Eswin sein. Ja, ich rede mit ihm. Also ich meine, Bürgermeister kann nichts dafür, dass er da so einen Lappen hat, oder? Bürgermeister begrüßen wir. Hör sich das einer an. Ihr passt gut hierher. Wir sehen uns in Weißfels, Hundegesicht. Ja, ja. Hau rein. Wir wollen uns ja es mit niemandem verscherzen. Aber wir können den Typen befreien. Wir haben nämlich den Schlüssel. Lalalala. Das ist total gut. Aber vielleicht sollten wir erstmal mit dem... Sehr gut. Okay. Ihr habt mir diesen einen Gefallen getan. Nun lasst uns abschließen, was wir begonnen haben. Bevor ich diese verfluchte Wüste verlassen kann, brauche ich noch einige Dinge. Zunächst brauche ich den Gegenstand, mit dem ich unser neues Leben in Adessa finanziere. Unser Nestei. Es ist ein Erbstück, das seit Generationen im Besitz der Familie Darkvari ist. Dann müsst ihr Rindi finden und sie zu mir an unseren alten Treffpunkt in der Schlangenschlucht bringen. Bitte. Ihr müsst das für mich tun. Für uns. Danke. Oh, oh, oh. Jetzt ist er frei. Scheiße. Ich fühle mich irgendwie immer voll schlecht. Oh, das merken die gar nicht, ne? Oh, der ist abgehauen. Kommt schon mal vor. Fremde. Ja, ich bin gar nicht hier. Ich habe nichts getan. Passt auf euch auf. Danke. Ich werde jetzt mal hier... Durstige Hure. Hey. Hey.
Ich möchte nicht in die durstige Hure gehen. Ich sollte vielleicht... Wo ist denn hier der Bürgermeister? Ist der hier drinne? Gemischtwarenladen. Im Gemischtwarenladen finden wir aber vielleicht endlich mal Dietrich hier, Leute. Da gehe ich mal rein. Hier, wach mal auf. Tut euch keinen Zwang an, meine Liebe. Seht euch alles an und sagt mir, was ihr davon haltet. Na, sorry, dass ich dich beim Schlafen störe. Ich muss aber Dietriche kaufen, wenn du welche hast für mich. Weh, du hast jetzt wieder keine. Reparaturkit hast du. Super. Ich kaufe mal zwei. Gibt mir nicht viel. Ich habe ja auch schon Sachen verkauft, sehe ich gerade, aber... Mann! Seht mal wieder vorbei. Ja, wenn du Dietriche hättest, vielleicht schon. Aber so? So nicht, mein Lieber. Keine Dietriche, keine Einkäufe. So. Wo ist denn jetzt hier der Bürgermeister? Wo haust der denn? Bestimmt da hinten. Hier vielleicht? Ja, ne? Ja. Gehen wir mal hier rein. Passt, der will nämlich auch was. Hier. Ich war hier auch schon mal drinne. Und hab hier, ich glaube, hier war Tils, eins von Tils Büchern drinne. Und ich war hier an der Kiste. War ich auch schon. Ich hätte nämlich noch gerne diesen, goldenen kortianischen Kyras, den ich nicht klauen kann, weil er hier die ganze Zeit hängt und betet. Deswegen spreche ich ihn jetzt mal an. Stellt euch dorthin. Lasst euch ansehen. Schmutzig, müde, einsam. Aber etwas Besonderes. Das steht fest. Leute wie euch sehen wir in Weißfels nicht sehr oft. Ich bin Bürgermeister Eswin Ealfelm. Ich bin hier noch am ehesten euer Freund. Oh oh. Warum brauche ich einen Freund? Oh, ich will den ja gar nicht jetzt verarscht haben, ne? Manche nennen es Krieg. Ich nenne es Überlebenswille. Die Motos Bergbaugesellschaft hat einen leeren Thron hinterlassen, als sie Apotüre verlassen hat. Und jetzt will jeder die Macht für sich. Die Leute hier, die anständigen, ehrlichen, fleißigen Leute von Apotüre, haben genug durchgemacht. Hunger, Erniedrigung. Sie haben einen neuen Anführer gebraucht, dem sie am Herzen liegen. Meine Ziele sind einfach. Den Krieg in Weißfels zu beenden und es vor der Vernichtung zu retten. Und ihr könnt mir helfen. Was sagt ihr? Partner? Was soll ich machen? Ihr gefällt mir. Ihr seid keine Narren. Ihr wollt wissen, worauf ihr euch einlasst. Nun, ich denke zwar groß, aber ich bin klug genug, um klein anzufangen. Ich brauche jemanden, der beides kann. Ich möchte, dass ihr etwas für mich beschafft. Etwas, das rechtmäßig mir gehört. Lass mich ran. Das ist bestimmt dieses komische Ding, was wir auch für den anderen besorgen sollen. Ich werde für euch arbeiten. Nein, danke. Oh, das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich jetzt nicht vorher mit dem anderen geredet hätte, klingt das ja gar nicht schlecht. Er will halt den Krieg beenden. Das klingt ja nicht schlecht. Tun wir mal so, als hätten wir den anderen nicht befreit. Dann hätte uns das jetzt ja eigentlich nicht groß geschockt. Und ich finde es nicht toll, dass er den Unschuldigen da einsperrt, sonst hätte ich den nicht befreit, aber ich hoffe, mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Irgendeiner von beiden muss ja Dreck am Stecken haben. Es gibt einen Mann namens Adat Skoria. Er ist der Patriarch der bekanntesten Bergbaufamilie in Apotüre. Vor Monaten habe ich die Mine seiner Familie gekauft. Sie war nicht billig. Nun weigert Adat sich, die Mine aufzugeben. Er hat sich versteckt und weigert sich, sich mit mir zu treffen. Ihr müsst beschaffen, was rechtmäßig mir gehört. Die Grundstücksurkunde der Mine. Die Motos Bergbaugesellschaft hat alle ihre Unterlagen in ihrem alten Hauptquartier östlich des Dorfes gelagert. Aber das Gebäude ist seit langem verschüttet. Beschafft die Urkunde und wir sind im Geschäft. Oh, und was ist, wenn ich mit dem anderen jetzt zuerst geredet hätte? Der hat bestimmt gesagt, ja, der will mir das klauen und bar und nicht gekauft. Wo ist die Urkunde? Vermutlich in dieser Ruine, die früher das Motos Hauptquartier war und jetzt ein Versteck für Schläger und Verbrecher ist. Beim Friedhof im Osten. Mhm. Ah, das Skori, erzähl mal was über den. Ein Hindernis für den Fortschritt. Der alte Mann glaubt immer noch, dass Apotüre durch reine Willenskraft wieder nach oben kommt. So sind sie, die Bergarbeiter. Graben einfach immer weiter. Bürgermeister Eswin? Mein Geburtsname lautet Eswin Ealfelm, aber die Leute hier nennen mich Bürgermeister Eswin. Es sind einfache Leute. Und genau deshalb mag ich sie. Aufgewachsen bin ich in der almainischen Stadt Myria, westlich von hier. Ich habe mein Leben lang nicht einen vollen Tag gearbeitet. Doch das gleiche ich nun mehr als aus. Ich schlafe keine Nacht mehr als ein, zwei Stunden. Okay. Die Bergbaufamilien in Apotüre?
Es gibt 4 Bergbaufamilien. Die Dagvari, Kynrix, Zungas und Skorias. Als die Gnome fortgingen, verschwand auch die Arbeit. Für die verbliebenen Bergarbeiter gab es nichts mehr zu tun. Hunger, Verzweiflung. Nun, so etwas verändert die Leute. Die meisten Bergarbeiter in Apotyre blieben bei Verstand, auch wenn sie alles andere verloren. Die anderen jedoch wandten sich dem Verbrechen zu. Das Übliche eben. Diebstahl, Entführung, Mord. Ihr solltet möglichst in der Nähe von Weißfels bleiben. Ihr seid ein leichtes Ziel. Hm. Dagvari, sag mal über den nochmal was. Den haben wir jetzt leider schon befreit. Die Dagvari hat der Umzug von Motus am härtesten getroffen. Die jungen Männer und Frauen mussten mit ansehen, wie die Älteren und die Kinder dahin siechten. Und jetzt sind sie alles, was noch übrig ist. Eine traurige Geschichte, nicht wahr? Und doch entschuldigt das nicht ihre Gesetzlosigkeit. Ja, aber nicht alle sind vielleicht gleich, ne? Und deswegen haben wir geholfen. Gut, ich lasse es mal jetzt hier mit den Geschichten. Weiß nicht, was hier gerade so ein bisschen auf uns zukommt. Ach, er ist ja aber weggegangen. Praktisch. Okay, er weiß zwar, dass wir jetzt gerade gucken, aber vielleicht merkt er das jetzt hier nicht. Doch, er weiß es. Nein, er weiß einfach, dass wir hier sind. 86%. Es ebbt jetzt ab, das seht ihr links am Auge. Der merkt jetzt immer weniger, dass wir noch hier sind. Jetzt sind wir schon bei 30%. 6%, jetzt können wir ihn, glaube ich, nehmen. 0%. So, wir haben unseren Kyras. Sehr schön. Keiner hat's gemerkt. Und der Typ hier, der ist überflüssig anscheinend, als Söldner aufzupassen. Auf den mussten wir gar nicht aufpassen. Naja, gut. Wenn ihr denn meint. Sehr schönes Ding. Was haben wir jetzt? Kurtianischer Kyras. Aha. Ja, schönes Ding. Leider wieder sehr viel Macht. Muss ich das nächste Mal beim Ableveln auf jeden Fall beachten. Was glotzt ihr? Ach, so? Sei doch ruhig da hinten. Wo müssen wir denn jetzt mal hin? Ach, hier ist die Dagvari-Mine. Da waren wir noch nie. Dann laufen wir da mal hin. Mann, ist das heiß ja, hier. Echt, ich schwitze mir einen ab. Kann man sich mal gar nicht vorstellen, wenn man gerade so im eher kalten Deutschland ist, wo Winter ist. Aber woanders ist es halt sehr heiß. Wie hier zum Beispiel. So, muss ich jetzt hier eine riesen Runde drehen? Ich laufe mal hier weiter lang. Hey Leute, merkt ihr eigentlich noch was? Erteilt ihr eine Lektion? Weiß gar nicht, was ihr hier gemacht habt, Leute. Was macht ihr denn hier? Oh, die haben eine Falle oder was gebaut? Ach nee, das ist nur irgendwas. Weiß ich auch nicht. So. Wo ist jetzt hier das Versteck? Da. Wunderbar. Habe ich alles mitgenommen. Warum dreht sich denn jetzt der goldene... Hä? Bin verwirrt. Muss ich jetzt doch da rumlaufen? Das dreht sich immer. Nee, ich soll in die Mine. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich muss doch hier langlaufen. Ich denke, ist gar nicht schlecht. Ja. Vielleicht kann man da durch? Ja. Ah, okay. Hier muss ich lang. Mhm. Ja, okay. Ganz schön viele Typen hier auf dem Haufen, aber wir sind ja mittlerweile besser geworden. Was ist eigentlich mit den Dietrichen? Nee, das geht nicht. Ich kann doch nicht jetzt schon wieder wohin und ohne Dietriche. Da wir den Ort ja jetzt hier entdeckt haben, haben wir doch, oder? Ist der Ort jetzt... Ja, der Ort ist doch offiziell gerade gewesen, ne? Das war alles schon wieder so nebenbei, während ich hier rumgekämpft habe. Haben wir den jetzt... Ja, ne? Ja. Okay. Ich brauche Dietrich. Ich weiß nicht, wo ich welche kaufen kann. Ich gehe mal hier nach Kennerrock. Dann kann ich kurz meine Sachen abladen und Dietriche holen. Ich hoffe erst, dass ich das hier kann. Ich kaufe eigentlich selten Dietriche, weil man die ja doch immer zwischendurch gefunden hat. Aber wenn wir schon mal hier sind... So, wieder zu Hause. Das kann alles weg. So. So, wir gehen raus.
Und weh, es gibt hier keine Dietriche jetzt, die man kaufen kann. Dreh ich am Rad. Billy! Was wollt ihr? Ich was kann geht? Es ist gut. Reparier mal meinen ganzen Kram, danke. Beuten ciao. Gebt auf euch acht. Okay. Gehen wir mal hier rein. So, hilf mal. Ah, meine Assistentin. Hast du Dietriche für mich oder hast du nicht? Ich weiß es doch immer nicht. Hast du? Oh, das sind jetzt schon wieder die verkauften Sachen. Dann ist zurückgekehrt. Lass sichere mich. Reisen. Du hast keine, es war so klar. Wäre zu schön gewesen. Einfache Tränke und pipapo, aber das hat sie nicht. Dann versuchen wir es hier nochmal. Im Schunkelhaus. Ich bin immer selten tagsüber hier, muss ich sagen. Vielleicht hat ja Bäckri welche. Ja, ja, es tut dir leid. Ich weiß, ich habe dir geholfen. Alles hat sich geändert. Ich weiß es doch. Hast du Dietriche Reparaturkit? Keine Dietriche. Ich werde nicht mehr. Warum? Verstehe ich gar nicht. Gerettet. Bille, haltet euch vom Wald fern. Ja. Mann. Scheiße. Das ist immer so, weiß ich auch nicht. Das wird ja auch nirgendwo angezeigt, wo man das kann und wo nicht. Wir müssen mal irgendwo hin, wo man ein bisschen mehr shoppen kann. Hier zum Beispiel in Ratje ist mir das aber immer zu weitläufig. Im Mondlager glaube ich auch nicht, dass sie welche für uns haben. Wir versuchen es mal in Melsenschir. Da haben die Leute doch auch mal die Tränke. Ich weiß aber nicht, ob die Dietriche hatten. Und wenn, dann sind sie auch teurer, aber egal. Hauptsache, wir haben welche. Hast du... Ihr sucht ein Schmuckstück. Nein, kein Schmuckstück, aber Dietriche. Immer noch. Tränke. Verkauft. Dann kommt schon wieder das... Oder ja, eine Gemme. Ein andermal. Ihr sucht aus... Tränke. Krimskrams. Gemme ist schon mal gut. Dietriche. Wahnsinn. Dann holen wir uns mal 20 Stück. Das ist ja toll. Rucksack könnte man sich auch noch mal sogar holen. Große Schadenskampf, großer Phasengang, meisterhafte Präzision. Aha. Ja, holen wir uns auch noch mal. Rüstung, kommt bald Hau wieder. Rein. So, wir haben Dietriche. Ist das nicht schön? Jetzt können wir hier... Nein, nicht nach Weißfels. Wir wollen in die Mine. In die Minen. Und ich wollte an die Kiste noch vorher. Schon wieder fast vergessen. Dietriche. Endlich. Natürlich findet man gar nicht überall immer was, aber... Ja, wie eine trübe Blitzscherbe, yay. Aber immerhin. So, jetzt geht's ab in die Dagwari-Minen. Da, wo die Leute ja am meisten Probleme bekommen haben. Ich laufe mal hier los, werde den Part aber sowieso jetzt gleich leider beenden müssen schon. Weil halt, ja, weil. Was haben wir hier? Hier geht's runter. Wow! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Alter. Oh, ja, leicht. Es ist leicht. Warum brechen die Dietriche? Das darf nicht passieren. Hey. Habt ihr euch so gedacht? Der Zorn der Dagwari und vor allem, ich bin doch gar nicht so gegen die. Ich meine, ich habe ja einen von denen jetzt befreit. Aber das verstehen die natürlich nicht jetzt, ne? Lauf einfach mal. Hallo. Ist hier überhaupt jemand? Ist so leer hier, ne? Und die kommen bestimmt dann immer so aus ihren Verstecken auf einmal rausgeplatzt. Genauso wie diese Fallen hier, das, die erschrecken mich immer so. Die auf dem Boden sieht man ja noch immer, aber die... So, hier ist eine Truhe. Und da finden wir auch das mysteriöse Pergament. Das war die Urkunde. Und was ist mit dem anderen Zeug? Was ist hier mit dem... Aber Ausreißer, das sind wir doch noch. Wir sind eigentlich immer noch aktiv hier voll dabei. Hier ist auch noch was im Tümpel. Wollten wir nur so. Auch nochmal mitgenommen hier. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann, ja, die Urkunde habe ich auch schon mal.
Aber nee, wir haben das Ei. Nee, ich habe doch ein Blatt genommen. Das war doch gar... War das das, was er wollte? Wie merkwürdig. So, ich gehe wieder raus und dann... Ja. So, da sind wir. Da hinten steht jemand. Mit der Person sprechen wir dann das nächste Mal. Bis dann.